Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr kennt uns, ihr liebt uns und ihr bewertet uns hoffentlich. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt, würde es uns total freuen, wenn ihr uns auf iTunes, also Apple Podcasts heißt das Zeug, glaube ich, oder Google Podcasts oder Spotify bewertet. Und wenn ihr uns irgendwo auch eine Rezension schreibt, wäre das total cool, weil nur so können Menschen erfahren, was ihr von uns haltet. Das ist hoffentlich nur das Beste. Mit uns meine ich natürlich mich und den anderen. Hi Flo. Servus der eine. Servus der andere. Und damit ihr auch heute wieder neue Dinge erfahrt, und zwar nicht über uns, weil uns kennt es ja schon, haben wir uns jemanden ins Boot geholt, der uns eine sehr spannende Geschichte zu erzählen hat. Und das ist der Michel. Grüß dich. Servus, hallo und danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, danke fürs Kommen. Wir freuen uns schon ganz sakrisch. Wie es denn im am zentralsten Punkt Österreichs so mit der Lauferei geht? Da bist du ja quasi der Prädestinierte dafür, oder? Weil du bist so das krasse Gegenteil vom Leitergebirge. Also ganz links außen. Genau, ja, eigentlich die meisten Leute meinen immer, unser Teil, wo wir wohnen würden, wäre Deutschland. Also egal, wo man in Österreich anruft oder irgendwas bestellt oder aufgeben will, die meisten Leute kennen das gar nicht und müssen erstmal die Landkarte rausholen. Für alle, die es jetzt auch nicht wissen und die Landkarte rausholen wollen würden, aber gerade unterwegs sind, der Michel kommt aus dem kleinen Walsertal. Manche erinnern sich noch an den Fernsehauftritt unseres Kurzzeitkanzlers. An den Kanzler, der zu schön für die Politik war. Und wir meinen nicht den Karl-Heinz. Nicht den Karl-Heinz. Es geht noch schöner als der Karl-Heinz. Man mag es glauben, aber der Karl-Heinz ist immerhin so schön, dass er dafür im Gefängnis sitzen muss. Nein, muss er gar nicht. Na, ist er nicht verurteilt worden? Keine Ahnung. Politik-Podcast aber. Ja, Gott sei Dank, weil sonst würden wir jetzt da schon scheitern. Und wir sind erst bei Minute 2. Dazu hätten wir uns wieder den Peter Filz mehr eingeladen. Das haben wir aber nicht, deswegen müssen wir beim Rat. Doch, den haben wir uns schon eingeladen. Der hat aber mit uns übers Laufen gesprochen. Richtig, aber jetzt ist er nicht da, jetzt kann er nicht mit uns reden. Er hat jetzt seinen eigenen Podcast und ich meine, den hat er nur, weil er bei uns das Podcast so das toll gefunden hat. Das glaube ich auch. Ja. Aber kann man sich gerne anhören, Peter und der Wolf. Ja, es heißt irgendwie anders. Nicht nur Peter und egal, ja, mit dem Armin Wolf gemeinsam. Genau. Aber das ist schon wieder weit weg vom Thema. Also, Kleinwalsertal ist in Vorarlberg und es ist nur zugänglich, glaube ich, über Deutschland. Genau, über Oberstdorf praktisch. Oder, wenn man Trailrunner ist, über den Berg. Genau, ja. Und das haben wir ja genau beim Thema, weil du bist ja Bergmensch. Ja, Bergmensch geworden. Genau, aber du warst nicht immer Bergmensch. Also so vor 3, 4, 5 Jahren, glaube ich, noch nicht so richtig. Nee, da war es eher die Generation Couching mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola. Und wahrscheinlich nicht der kleinen Flasche Cola und einer kleinen Probierpackung Chips. Nee, eher dann die Tonne Chips und einen Sechserträger Cola zum Runterspülen. Ja, was macht man nicht anders, wenn man Chips hat, da braucht man Cola dazu, das ist ja verständlich. Ja. Nee, man muss das Salz durch den Zucker ausgleichen. Völlig klar, aber jeder, der einmal gekocht hat. Ist eh klar. Okay, das heißt, du hast einen unheimlich schönen Lebensstil geopfert und hast du dann gedacht, ich kann das nicht die nächsten 20 Jahre so fortführen, weil... Warum eigentlich? Ja, weil ich auf der Waage stand eines Morgens und dann dachte ich, keine Ahnung, irgendwas hat im Kopf Klick gemacht, als ich mein Gewicht auf der Waage wahrgenommen habe und dann dachte ich halt, bis hier und jetzt muss ich einen anderen Lebensweg einschlagen, weil es doch ziemlich ungesund ist, der aktuelle Lebensstil.
Stil. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass dieses so Ultradistanz und so immer gesünder ist, aber. Naja, ja. ich glaube grundsätzlich, also das Training und also die meiste Zeit wahrscheinlich schon. Dann, wenn du dann so der eine 100-Kilometer-Lauf, wenn du den rauspickst, der ist wahrscheinlich nicht gesund, aber ich glaube, summa summarum ist es wahrscheinlich ja. besser als davor. Aber das was mich bei sowas interessiert, weil ich meine, viele, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, werden vielleicht ähnliche Situationen vorfinden, wo sie sich denken, puh, das sollte dich vielleicht was machen. Und wenn es dann vielleicht auch noch eine größere Eingebung ist, so wie, okay, jetzt mache ich wirklich was, wie fängt man dann an? Weil oftmals fangen ja viele auch motiviert an und hören dann nach einer Woche auf, was war bei dir anders, dass du dann irgendwie weitergemacht hast? Ja, ich denke, der wichtigste Punkt war einfach mal, dass der Kopf, dass es im Kopf halt Klick gemacht hat. Das war, glaube ich, der größte Punkt. Und dann bin ich halt ohne Druck an die Sache, wie gesagt, mit Weight Watchers rangegangen und habe erstmal alles so ernährungstechnisch umgestellt, beziehungsweise habe mich damit auseinandergesetzt, was mache ich eigentlich falsch, weil ich habe eigentlich nie viel gegessen, sondern einfach wirklich nur versteckte Kalorien oder sonst irgendwas und dann halt auch viel Süßes getrunken und mir war eigentlich so nie bewusst, warum ich jetzt eigentlich so schwer oder übergewichtig bin, weil ich immer gedacht habe, okay, ich habe eigentlich den ganzen Tag nichts gegessen, außer nachmittags, wenn ich nach Hause kam, nach dem Feierabend. Und da habe ich immer gedacht, das kann nicht an den einen Teller Essen liegen. Ne? Aber wenn man dann über den ganzen Tag verteilt noch, ich sag mal, 6 Flaschen Cola trinkt und dann umlegt, was das Zucker, Kohlenhydrate und versteckte Kalorien eigentlich sind und das eigentlich schon ja den Tagesbedarf überschreiten würde, ne? Ja. Aber du bist ja auch noch nicht so alt. Also du spielst ja noch nicht in der M60 mit. Nein. Hat sich das langsam aufgebaut oder bist du quasi ein gelernter Untergroßer, dass du sagst, oh, ich habe schon mit 14 eher 2-3 Kilo mehr gehabt, als ich wollte? Ja, das kommt eigentlich so, also da müsste man jetzt weit ausholen, das können wir ja kurz mal anschneiden. Einfach gesagt, ich hatte keine einfache Kindheit und man kann eigentlich schon sagen, so ja, aus dem jugendlichen Alter, also so Oberstufe, Schule, wie es damals dann so ein bisschen losging mit ausgegrenzt und Mobbing und sowas, ging da so die, ja, ich sag immer, die in sich reinfresserei los. War dann, sage ich mal, immer ein bisschen ja, kräftig oder übergewichtig, aber habe mich trotzdem immer bewegt. Also ich war mit den Jungs Fußballspiele oder wir haben irgendwelche so Ausflüge in die Berge gemacht oder sowas. Die Bewegung war trotzdem immer da, aber einfach ja trotzdem stark übergewichtig. Ja, da sieht man ja auch, dass das Sport allein jetzt nicht der Grund ist, warum man abnimmt. Also das kennt wahrscheinlich jeder aus dem Freundes- und Bekannteskreis. Es gibt durchaus viele, und ich meine, man braucht auf die Startlinie von jedem Wettkampf schauen. Wenn man da weiter hinten schaut, gibt es viele, die deutlich übergewichtig sind, aber doch auch irgendwie sehr sportlich sind, weil sie dann irgendwie einen Marathon laufen oder einen Ironman finishen. Und mir fällt immer nur ein, bei meinem ersten 50-Kilometer-Lauf ist neben einer gestanden, der hat ein Wamperl gehabt, also da habe ich mir gedacht, der hält keine 2 Kilometer mit mir mit. Ja. Bei Kilometer 35 ist er noch immer so, ich war in meinem Dunstbereich und ich war damals jetzt nicht so schnell wie Jahre später, aber ich hab den nicht abschütteln können. Ja. Es ist halt nicht nur das Essen allein, nicht nur der Sport allein. Ja, ich muss auch dazu sagen, also in der Zeit, wie ich dann gestartet hatte mit Weight Watchers, bis kurz vorm Abnehmen-Ziel, was ich mir so gesetzt hatte, bin ich auch gar nicht gelaufen. Ne? Also das Einzige, was ich gemacht habe zum gesund ernähren und die Lebensmittel tracken, ich war spazieren gewesen, ne? Aber ich war nicht joggen gewesen, ich bin kein Fahrrad gefahren oder habe jetzt irgendwelche extremen Bergtouren gemacht oder sonst irgendwas. Ne? Es war rein über die Ernährung. Okay, das nimmt mir eine Frage gleich vorweg, ob du nämlich nebenbei direkt mit Sport angefangen hast. Also nein. Und hast du die Ernährung umgestellt? Also Weight Watchers ist ja, glaube ich, klassisch einfach zuerst einmal alles mittracken, was da irgendwo, also alles, was du tust,
auf die Waage tracken, schauen, gut nicht, und dann halt, ich glaube, ich gehe davon aus, aber das kommt jetzt wieder gefährliches Halbwissen um die Ecke, Makros schauen, was weiß ich, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viele, weiß der Geier, wie viel Zucker da drinnen ist und so weiter. Und du bist ja vegan. Warst genau. du es zu dem Zeitpunkt schon? Oder hat sich das dann erst, hat sich das dann quasi erst irgendwann eingeschliffen? Das hat sich irgendwann dann herauskristallisiert aufgrund so ein bisschen auch von der Familiensituation, weil meine Familienseite so schwer belastet ist mit Herzinfarktrisiko und sowas. Und damals dann, ich sag mal, in Rücksprache mit dem Arzt hat der dann gesagt, er würde mir empfehlen, um das vorbeugend alle Werte und einfach für körperlich gesunde, optimierte Ernährung, ich soll es damit einfach mal versuchen und so ein Selbstexperiment starte, ob ich damit klarkommen würde. Und aufgrund dessen ich praktisch so viel abgenommen hatte und hat praktisch dann damals sowieso schon optimiert. Also ich habe praktisch so Milchprodukte schon immer weggelassen, weil das immer unnötige Kalorien und Punkte in der Weight Watchers Phase waren, und hat schon damals praktisch auf Mandelmilch umgestellt, und Butter und sowas und Käse habe ich auch nicht mehr gegessen, weil das einfach zu viele unnötige Punkte waren. Ne? Ich hatte dann und dadurch, durch die ganze Umstellung, fiel mir es dann nicht ganz so schwer, dann auf die vegane Schiene umzusteigen, weil ich halt schon auf viele Produkte während dem Abnehmen einfach verzichtet habe, weil es einfach zu viele unnötige Kalorien waren. Ja. Magst du vielleicht kurz, für die, die das jetzt nicht wissen, so wie der Peter, wie ich das mit Gesicht gerade auch ein bisschen sehe, wie das jetzt genau funktioniert und was jetzt so ein Punkt ist, also damit du nur kurz überreißt, dass ich mir vorstellen kann, wie so ganz grob das Weight Watcher-System funktioniert. Ja, das ist praktisch so, man startet ja mit seinem Gewicht, und da muss man dann vorher so ein, ja, da wird ein benutzerdefiniertes Profil angelegt, wie man vielleicht aus anderen Tracking-Apps kennt, mit Gewicht, Größe, wo man hin möchte und sowas. Und dann je nachdem, wie alt und wie groß man ist, bekommt man da Punkte zugesprochen von Weight Watchers, und diese Punkte hat man praktisch für den ganzen Tag. Und die muss man auch verbrauchen, damit der Stoffwechsel und alles optimal funktioniert, damit halt auch alles im Körper so funktioniert und dass man halt auch ausreichend zu sich nimmt und jetzt nicht irgendwie anfängt zu hungern oder sich abzumagern oder sowas. Und dann jetzt, ich sag mal als Beispiel, so war es damals, jetzt ist auch schon wieder ein bisschen umgestelltes System, aber damals war man zum Beispiel eine Packung Schweinehackfleisch jetzt gescannt hat oder sowas, da hatte da zum Beispiel 500 Gramm Schweinehackfleisch, waren dann zum Beispiel 30 Punkte. Und ich hatte damals zum Beispiel zur Abnehmphase 33 Punkte für den ganzen Tag. Also hat man dann angefangen zu überlegen, okay, Schweinehackfleisch hat man vielleicht gerne gegessen oder für die Bolognese benutzt. Ich brauche aber irgendeine Alternative, um einfach Punkte einzusparen, weil sonst esse ich den ganzen Tag nichts mehr. Und dann hat man dann damals zum Beispiel angefangen, dass man auf Tartar umgestiegen ist. Ne? Also für die Leute, wo es dann nicht wissen, das ist einfach fettreduziertes Rinderhackfleisch. Das hat dann zum Beispiel einfach mal 18 Punkte weniger. Also da haben dann 500 Gramm dementsprechend viel weniger Punkte, und dann hat man praktisch wieder mehr Punkte übrig gehabt für andere Mahlzeiten. Und so geht's halt durch den ganzen Tag, dass man dann zum Beispiel anfängt, man lässt die Butter auf dem Semmel morgens weg und schmiert sich dafür lieber dann fettfreien Frischkäse drauf oder sowas, weil der dementsprechend dann die Punkte halt nicht hat wie jetzt irgendwelche Margarine oder Butter. So lauter so Sache. Marmelade fängt man an, zuckerreduzierte Marmelade zu essen. Und so fängt man den ganzen Tag irgendwo an, Punkte zu sparen. Weil grundsätzlich, glaube ich, will der Weight Watcher am Anfang nicht verbieten. Das will ich nur, also wenn du Platz quasi für deine Schokolade am Abend hast, die du meinst zu brauchen, und dafür woanders sparst, ist es ja grundsätzlich okay. Die schreiben sogar, die haben sogar damals als Alternative oder als Tipp empfohlen, dass man sich eine Tafel Schokolade in den Kühlschrank legt und jeden Abend ein
also so von der Rittersport oder von anderer Schokolade, praktisch ein kleines Quadrat Schokolade isst, damit dieser Heißhunger nicht aufkommt, dass man nicht irgendwann an den Kühlschrank läuft und sagt, okay, jetzt esse ich eine ganze Tafel Schokolade. So hat man praktisch jeden Abend ein kleines Stück gegessen und hat immer so die Gelüste gestillt. Ich will hier mal festhalten, eine Rittersporttafel ist ein kleines Quadrat. Das ist die kleinste Einheit in dieser Schokolade. Das ist ein Werbefail, dass man das noch kleiner brechen kann. Nein. Das fangen wir gar nicht an. Und so ein Unfug, genau. Und das Zweite, was mich interessiert, ist, wenn du dich bewegst, also wenn du, weiß nicht, Schritte machst oder Sport machst oder irgendwas, gibt es dann irgendeine Umrechnungstabelle oder so, dass du sagst, der ist jetzt, keine Ahnung, Hausnummer, 30 Kilometer mit dem Rad gefahren oder ist 15.000 Schritte gegangen, erhöht es, gibt es dann irgendeinen Punkteumrechner, weil du verbrauchst ja dann auch dementsprechend. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob die Möglichkeit damals bestand, ob man das hat praktisch so, wie man heute in mancher oder in der App, die ich heute verwende, den Kaloriendefizit wieder auffangen kann, wo man zusätzlich verbraucht. Aber ich hatte es auf jeden Fall nicht gemacht. Also wenn ich abends mal eine Runde spazieren war oder sowas, ich habe dann nicht zusätzlich die Kalorien gegessen. Was ich halt viel gemacht hatte, zum Beispiel auf Zero-Produkte umgeschwenkt, also gerade so Cola oder Monster, weil die konnte man zum Beispiel trinken. Jetzt eine Dose Monster zum Beispiel, dieses Zero-Monster, diese weiße Dose, wo es gibt, die hat zum Beispiel eine ganze Dose 0 Punkte. Also da hätte man jetzt auch 10 Dosen trinken können. Und das war dann so das, was ich mir gegönnt habe, und dann hatte ich einfach auch das Gefühl, ich habe jetzt was Süßes getrunken. Mhm. Weil du gesagt hast, du verwendest jetzt auch eine andere App zum Tracken. Hast du da irgendwie irgendwelche Tipps oder Vorschläge für die Hörerinnen, die sagen, wollte ich auch schon mal machen oder will ich anfangen, oder wo du sagst, hey, das Ding ist sinnvoll, weil dann können wir das dann direkt auch bei uns in die Shownotes reintun. Ja, also ich verwende nach wie vor MyFitnessPal, nennt sich die App. Die war ganz am Anfang, war die, glaube ich, direkt von Under Armour. Jetzt heißt sie, wie gesagt, MyFitnessPal. Da bin ich nach der Zeit von Weight Watchers eigentlich nur drauf umgestiegen, weil ich Angst hatte, dass ich so vielleicht in den ersten paar Monate irgendeinen Jojo-Effekt habe und wann ich dieses Tracke aus der Augenverlier einfach wieder zunehme. Aber es hat sich dann irgendwann so, eingebrennt. Nicht, dass ich zunehme. Heutzutage benutze ich die einfach nur noch, um zu kontrollieren, ob ich alles ausreichend zunehme, damit der Körper einfach gut versorgt ist. Ja, ich meine, zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem Defizit, du hast ja, wie gesagt, manchmal hast du auch keinen Sport gemacht. Das heißt, du hattest ja auch gar nicht das Problem, dass du jetzt dir irgendwie so einen Defizit eingesportelt hast, dass du das in Punkten irgendwie berücksichtigen hättest müssen. Ja, außer dass, wenn man das jetzt getrackt hätte vom Spaziergehen. Ja. Ja, okay, stimmt. Aber glaubst du, dass es damals überhaupt schlau gewesen wäre, gleich mit dem Sport anzufangen? Weil einerseits denke ich mal, es wäre doch noch eine radikalere Änderung, weil du hast ja eben nichts gemacht und dann dick und erst einmal schauen, was du denkst. Und zweitens auch, dass natürlich, weil auch wenn du so was für dicke Menschen auf das Problem ist, dass das natürlich auch für die Muskeln und für die Gelenke natürlich eine viel höhere Belastung ist. Also war ich, glaube ich, zuerst gescheit, zuerst abzunehmen, oder? Genau, ja. Zum einen das, weil ich auch einfach damals gedacht habe, okay, Laufen reicht als Bewegung, weil es ja wirklich sonst auf die Knie und Bänder und alles geht. Und zum anderen war das auch so ein bisschen eine Kopfsache. Ich war praktisch voll ausgelastet und beschäftigt mit erstmal lernen, was sollte man jetzt essen und was ist gut, und mit dem Tracken, und das hat ja auch alles viel Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, da hätte ich jetzt keinen Kopf gehabt für noch irgendwie irgendeinen Sport auszuführen, da 2-3 Mal die Woche oder so, oder Fitnessstudio, weil ich war wirklich ja auch damit voll beschäftigt, was koche ich jetzt und wie, und halt keine Packungen mehr und alles frisch gekocht. Damit war man einfach beschäftigt. Ne? Ist ja auch eine Riesenumstellung. Ja, genau. Und wie kamst du dazu, wann hat es dir irgendwie so eingeleuchtet, so, okay, jetzt habe ich das wahrscheinlich halbwegs unter Kontrolle, oder
näher mich da meinem Wunschgewicht an, jetzt will ich Sport machen. Und warum dann gerade das Laufen? Weil gäbe es ja auch viele andere Möglichkeiten. Gott bewahre, soll es sowas wie Triathlon auch geben. Genau. Triathlon wäre keine Alternative gewesen, weil ich hasse Schwimmen, also Radfahren und Laufen geht, aber Schwimmen ist gar nicht meins. Perfekt. Das wärmt mein Herz. Wie kam es? Dazu ist eigentlich ganz einfach zu sagen. Ich wollte eigentlich, oder ich hatte damals, ja, das waren so 8-9 Wochen, so hatte ich einen Probegutschein geschenkt bekommen für CrossFit. Das hat mir dann eigentlich Spaß gemacht, weil das einfach eine Stunde kontrolliert mit dem Trainer. Man hat sich wirklich ausgepowert und man war auch ständig so unter Beobachtung, ob man das halt richtig ausführt, was ja auch wichtig ist. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Das Problem ist, ja, von uns ins CrossFit, das sind fast 90 Kilometer ein Weg. Also ist das dann zeittechnisch einfach rausgefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt alternativ sportmäßig betreiben? Dann vielleicht kurz, ich bin Familienvater geworden. Ich habe Beruf und der Arbeitsweg derzeit in Anspruch nimmt. Ich mache aktuell, besuche ich auch noch in Teilzeit die Meisterschule. Also war zeittechnisch schon mal ziemlich voller Kalender. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, was kann ich jetzt machen? Ich habe eigentlich keine Lust, dass mir jemand vorschreibt, okay, du musst jetzt, keine Ahnung, Montag, Mittwoch und Freitag um 20 Uhr in der Gym sein oder sowas. Und dann kam eigentlich nur noch irgendein Sport in Betracht, den ich machen kann, gerade wie ich Zeit habe. Ja, und dann kam ziemlich schnell das Laufen ins Boot und dann habe ich mir halt ein paar Laufschuhe geholt und ja, konnte einfach laufen, so wie ich Zeit und Lust hatte. Ja, es ist ziemlich niederschwellig. Ja. Ja, und du hast ja auch nebenbei, hast du ja zumindest, was ich so gesehen habe, auf deinen Social-Media-Kanälen auch mit dem Extremsport Indoor-Radfahren angefangen, auf einer freien Rolle. Und das zählt bei mir unter Extremsport. Ja, es war am Anfang, also muss ich wirklich sagen, muss man aufpassen, dass man sich nicht umbringt. Also allein dieses auf der, ich habe am Anfang gedacht, okay, das kann ja nicht so schwer sein, man stellt sich auf die Rolle und fährt los. Aber allein das mit dem Fahrrad und ich habe, wie gesagt, ein Rennrad mit Klickpedale, auf so einer Rolle zu stehen, das ist eine Kunst für sich, aber ja, weil man das im Türrahmen ein bisschen übt, das habe ich mir dann Videos im Internet angeguckt, wie man das wirklich best übt, bevor man da ganz frei steht, dann geht das und ist wirklich eine gute Alternative, wann schlechtes Wetter ist, wobei wir jetzt oder ich jetzt mit der Frau, mir wohnen so optimal, also ja, ich kann die Tür raus und so viel Wintersport mache und Höhenmeter trotzdem weiter trainiere, dass ich eigentlich die Rolle nicht brauche. Ich habe die mir halt eigentlich nur gekauft, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil das Rennrad so teuer war und jetzt mehr rumsteht und ich gar keine Zeit mehr habe irgendwie. Das ist perfekt, wenn man ein teures Rennrad kauft, ein schlechtes Gewissen hat. Man kauft einfach noch mehr Zeug, um das Gewissen zu beruhigen. Das ist, ja. ist eine exzellente Logik. Was ich aber noch sagen will, ich weiß leider nicht mehr, welcher das Folge ist, aber wenn man hören will, dass selbst für einen Beta ein Laufband zu kompliziert ist, weil du vorher gesagt hast, ich weiß echt nicht mehr, Folge das war, wo es sich am Laufband hingeschmissen hat. Also bin ich sehr froh. Ich suche es raus, aber die Folge hat auch und das Laufband des Todes im Folgentitel. Ich bin sehr froh, dass du nicht so eine freistehende Rolle dir gekauft hast. Ich bin auch sehr froh, weil sonst da würde ich wahrscheinlich jetzt da nuscheln, weil ich mir schon zweimal alle Zähne ausgebaut hätte. Das ist wohl wahr. Und was ich auch noch erwähnen wollte, du bist der Erste, der übers CrossFit zum Laufen, also der Erste, den wir, glaube ich, hatte, der übers CrossFit. Wir hatten jetzt schon alles Mögliche von Kampfsportarten und so, aber CrossFit Ballett. Noch nicht. Ja. Ballett. Folge 78, am Zahnfleisch auf dem Laufband des Todes. die müssen wir verlinken. Das war genial. Ja, bei CrossFit ist ja, also, wie fangen wir das jetzt an? Also, stämmigere Menschen sind, glaube ich, eher im CrossFit zu Hause wie so diese Lauchgeschichten wie ich. Weil
Nee, weil, auch nicht. Wenn du mehr Körperfett hast, hast du ja doch irgendwie auch mehr Muskelmasse, oder? Oder? Also im CrossFit, da ist wirklich alles vertreten. Da ist wirklich von, ich sage jetzt mal, jemand mit einem Bierbauch, dann jemand, wo extrem so Bodybuilding-mäßig so ein aufgepumpter oder einfach mal jetzt wirklich dann gesagt, ein Lauch. Ne? Also da gibt es wirklich alles. Wie gesagt, was an dem CrossFit einfach gut ist, dass das immer kleine Gruppen sind, maximal 10, 12 Mann und dann meistens zwei Trainer oder einer auf jeden Fall, der die ganze Zeit halt die Mitglieder im Auge hat und jedes WOD, also Workout of the Day praktisch, ist durchgeplant und jede Tag oder sonst irgendwas ist halt anders aufgebaut. Mal ist es für den Rücken oder sonst. Eigentlich kann man sich so vorstellen, wie wenn man so stupide in eine Fitnessstudie geht, die drucken dir irgendeinen Plan aus und du sitzt dann irgendwo planlos an der Geräte und machst das so halbherzig. Und das geht halt im CrossFit nicht, weil wenn man da die Übung nicht richtig macht und dann tretet dir der Trainer dir in den Arsch. Und das ist halt das, was ich damals auch gebraucht habe, weil man kennt es aus dem Fitnessstudio. Da denkt man sich dann, die Übung, da habe ich heute keine Lust oder sowas und dann läuft man ans nächste Gerät. Ja, ich finde CrossFit hat teilweise vielleicht so diesen Macho-Ruf und dieses, ich weiß nicht, also der Ruf ist dann teilweise, finde ich, schlecht, das ist, wenn du wirklich eine Box hast, wo du gute Trainer hast, ja. Dann ist echt viel wert, weil wahnsinnig viel Wert auf Technik gelegt wird. Also ja. Ich war auch 2 Jahre, glaube ich, und in der Box, wo ich war, wir haben sicher 40 Minuten Mobilität trainiert, die Technik durchgenommen von dem, was wir dann machen, und dann waren so 10 bis 15 Minuten war dann das eigentliche Workout of the Day. Und das hat dir schon viel gebracht auf das eigene Körpergefühl und dass du die Übungen wirklich richtig machst. Und da waren auch wirklich nur Kleinigkeiten, die dann kontrolliert worden sind oder korrigiert worden sind. Ja. Also ich halte da echt viel davon. Mein großes Problem damals war halt nur, wie du sagst, du musst da dann genau um 20 Uhr montags, mittwochs und freitags wollen. Und was man auch sagen muss, also zumindest war es in Wien so, es war halt verdammt teuer. Also du hast dann schon deine 130 Euro im Monat gezahlt. Und wenn es jetzt nur CrossFit machst, mag es vielleicht okay sein, weil es dann, wenn du einmal das ganze Equipment hast, geht's. Aber wenn das nur dein Spaß neben dem Laufen ist, dann war mir das eigentlich viel Geld. Ja, es kostet halt so viel, sage ich mal, dadurch hat man halt diese kleinen Gruppen und permanent die Beobachtung, ne? Das, was man halt, wenn man es eigentlich umlegt, ist es nicht viel Geld, weil wenn man jetzt sagt, okay, 130 Euro oder was, und du kannst dann wirklich, das ist ja dann meistens so eine Flatrate, du könntest dann ja theoretischerweise 7-mal die Woche trainieren oder 6 Tage die Woche, und wie du schon sagst, wenn das jemand permanent macht und man legt das dann auf den Tag um und geht dann vielleicht auch noch in die Box dann duschen und sowas, und dann ist das nicht mehr viel, ne? Weil wenn man jetzt, sage ich mal, ein vernünftiges Fitnessstudio nimmt, nicht gerade so irgendwie so irgendeine große Kette, und da zahlt man auch meistens seine 50 oder 70 Euro Monatsbeitrag und da hat man halt keine Betreuung, ne? Wobei... In den heutigen Zeiten ist ein günstiges Fitnessstudio mit 30 Euro im Monat inklusive Duschen, das rechnet sie. Überlegt euch den Strom und die Heizung. Ja, ich wollte eigentlich schon sagen, ob mir heute die Aufnahme starte oder ob wir den Strom dann lieber einsparen. Wir verlangen ab jetzt von unseren Gästen Geld dafür, dass sie zu dem Podcast kommen, damit wir uns die zusätzlichen Stromkosten leisten können. Wir schicken dir übrigens die Rechnung immer dann am Tag nach der Aufnahme. Alles klar. Haben wir vergessen zu sagen, haben wir rückführend eingeführt. Es tut mir leid, dass wir das jetzt sagen. Kein Problem. Ja, aber wir könnten es an Steady oder Patreon-Level einführen. Stromkostenbeitrag. Nein, aber ich muss auch noch mal kurz beim Thema CrossFit bleiben. Ich muss sagen, was CrossFit auch von Anfang an geschafft hat, und da habe ich einmal ein Interview mit dem Gründer von CrossFit gesprochen, was ihm auch sehr wichtig war, ist dieses Community-Ding, dass von Anfang an auch Frauen mit Männern trainiert haben, dass du einfach eine kleine Gruppe hast, egal wie alt, wie gut du bist, das haben immer alle zusammen trainiert und geht halt auf seinem Level, aber trotzdem zusammen, und dieses sich ständig anfangen, also in meiner Box war das vor allem so, du hast auch nur den ersten Tag da sein können, wenn du dich irgendwie abgequält hast, haben dir trotzdem, und der Letzte warst, haben dir trotzdem alle zugejubelt und dich angefeuert, dass du irgendwie das Workout noch durchziehst, und das macht halt CrossFit, glaube ich, schon auch ziemlich stark. Das ist eigentlich praktisch wie jetzt beim Trail Run, ne? Das ist nichts anderes. Ja.
dieser Zusammenhalt und ja, so wie man jeder jeden kennt, obwohl man vielleicht denjenigen das erste Mal sieht oder sowas, aber jeder freut sich einfach, den anderen zu sehen und dass alle zusammen da sind und einfach alle zusammen starten und finishen. Ne? Ja, ja. Aber deine Crossfit-Episode war ja nur kurz, du bist ja dann, wie du es schon gesagt hast, ins Laufen abgebogen und da ja auch, hast du dann auch nicht irgendwo gleich bei 5 Kilometer aufgehört, sondern bist ja auch weit und hoch gelaufen. Wie kamst du dazu, dass du da so reinkommst? Aber nicht ganz so schnell, weil du hast ja du hast ja zumindest nicht ganz so bescheuert angefangen wie viele von uns, die einfach einmal so lang gelaufen sind, bis irgendwas kaputt war, sondern dass das irgendwie sinnvoll angefangen. Ja doch, laufen bis was kaputt war schon, ich selber, ne? Aber ich habe praktisch ganz langsam angefangen, also ich bin wirklich ein paar hundert Meter gelaufen, dann habe ich Lunge und Leber gekotzt, war eigentlich kurz davor schon wieder mit dem Laufen aufzuhören. Ja genau, und dann hat meine Frau zu mir gesagt, ich soll doch einfach weitermachen und das wird schon ja irgendwann von selbst besser werden. Und dann habe ich praktisch 2 Tage später wieder die Laufschuhe angezogen und habe dann wieder angefangen, ein paar hundert Meter zu joggen, bin dann ins Gehe übergegangen, dann wieder ins Joggen. Und so habe ich mich dann irgendwann hochgesteigert, bis ich das erste Mal 5 Kilometer durchgehend gejoggt bin. Das war schon ein riesen Meilenstein für mich. Und dann musste ich aber von der Straße ins Gelände abbiegen, weil mir einfach dieses Asphaltlaufen, Straßenlaufen, das war irgendwie nicht meins. Also ich habe gemerkt, ich schaffe zwar die Distanz, aber ich habe so ein bisschen den Spaß an der Sache irgendwie gesucht. Ja, und bin dann ins Gelände abgebogen, wie gesagt, am Anfang erstmal auch ohne Höhenmeter, einfach so praktisch unterhalb von der Berge lang gelaufen, so wie ich konnte. Und bin dann aber wieder, sofern es irgendwo dann doch in den steileren Anstieg ging oder sowas, ins Gehe übergegangen oder gerade wann es runterging, bergab, auch ins Gehe über. Weil ich einfach so der Hintergedanke hatte, irgendwie, keine Ahnung, sind meine Knie, Bänder, Sehne überhaupt bereit dafür? Ja, also alles sehr, sehr vorsichtig und sehr überlegt, wie eigentlich auch dann beim Abnehmen, oder? Mit irgendwie, genau. mit System und irgendwie, Das klingt alles sehr, sehr fremd, dieses mit Plan und Maß Dinge tun. Ja, so war das aber irgendwie. Ich war schon immer, ja, ich weiß nicht, irgendwie mit System an die Sache einfach wollte ich rangehen. Wie gesagt, ich hatte ja dann auch ziemlich schnell, nachdem ich ins Gelände abgebogen war, dann mir auch der Seppi Neuhauser, das ist ja heute mein Trainer, der mir auch die Trainingspläne schreibt, ins Boot geholt. Der ist bei uns aus dem Tal und da weiß ich einfach, der hat Ahnung, also der hat auch schon diverse Sache gewonnen, Transalpin und sowas und war österreichischer Staatsmeister und sowas. Der kommt übrigens aus dem Triathlon, nur mal so am Rande erwähnt. Ja, aber er hat den Weg auf die gute Seite geschafft. Genau. Und ja, ich hoffe, du hast aber gut überlegt, wie du ihn genommen hast als Trainer, weil ich meine, mit einem Triathleten oder selbst mit einem ehemaligen Triathleten assoziiert zu sein, ist halt einfach problematisch. Ja, aber er ist ja dann die letzten Jahre wirklich nur noch gelaufen, ne? Und auch, wie gesagt, teilweise erfolgreich und habe ihn dann so ein bisschen, wie gesagt, auch verfolgt, nachdem er seine Trainerlizenz und alles gemacht hat und hatte dann bei ihnen angefragt, ob er nicht Lust hätte, mich 0815-Läufer irgendwie zu unterstützen und zu fördern. Und dann haben wir uns am Anfang zusammengesetzt und dann hat er halt gesagt, wie er die Sache angeht und wie wir starten und erstmal so einen Check mache, ob das überhaupt irgendwie Sinn hätte, mich zu betreuen, weil es ja doch irgendwo seine Zeit ist, genau. Und dann haben wir so eine 24-Stunden Herzratenvariabilität-Messung hat dann einfach stattgefunden. Da wurde dann halt überprüft,
ja, wie ist die Nährstoffaufnahme beim Essen, die Leistungsdiagnose vom Laufe wurde genommen, du musst dich halt 5 Kilometer Vollgas rennen, dann wurde geguckt, wie schnell springt der Körper in die Regeneration um, wie kommt er in die Erholung, wie ist mein Schlaf und ja, da aus den ganzen Werte und sowas konnte am Ende dann auch für die Trainingsplanung dann die Pulsbereiche raushole für optimalen Trainingsplan zu erstellen. Und ja, seitdem ich jetzt eigentlich den Trainingsplan habe und mit dem Seppi zusammenarbeite und nicht mehr so, ich sag mal, wie vorher einfach so stumpf, vorher bin ich praktisch immer schnell gelaufen. Ne? Ich wollte einfach immer nur rennen, aber bin nicht so bedacht an die Sache gegangen wie jetzt mit, ich sag mal, Intervalltraining oder dann Training nur mit Höhenmeter oder in dem Pulsbereich laufen und mit dem Pulsbereich laufe und merke einfach, dass mich das Training weiterbringt, ne? Oder effektiv voranbringt. Aber ich meine, eine deiner treibenden Kräfte, ja, um zu laufen anzufangen, war so ein bisschen die Freiheit zu haben, zu laufen, wann ich will. Ist das dann nicht manchmal auch ein bisschen ein halber der Schritt zurück, wenn du jetzt wieder einen Trainingsplan hast, wo dann steht, du musst am Dienstag, also man kann es ja aussuchen, wann am Dienstag, schon klar, aber ja, du musst dann am Dienstag das Intervall laufen und kannst nicht, also du verlierst dann wieder ein bisschen Variabilität, oder? Ja, könnte man jetzt auf der Seite so sehen, aber eigentlich nicht, weil ich jetzt nicht mehr Zeit ins Laufen investiere wie vorher. Also ich laufe jetzt genauso viele Tage wie vorher. Da hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass ich jetzt an den Tagen, das Einzige praktisch, was sich geändert hat, dass ich das laufen muss, was da drin steht. Ja, aber von Anfang an praktisch aufgelegt, keine Ahnung, ich möchte 5 Tage die Woche laufen und dann sind 5 Tage Training drin, aber einfach gezielt, ne, dass dann einfach auch im Endeffekt was bringt, weil ja manchmal ist weniger oder langsamer laufen im Endeffekt mehr wie immer Vollgas laufen. Wie du mit dem zum Trainieren angefangen hast, wann war das ungefähr? Mit dem Trainingsplan? Mhm. Das war im Juni 22, also dieses Jahr also habe ich praktisch. Ah, wirklich, also gar nicht noch so lange. Und wie weit bist du vorher gelaufen? Du sagst, du bist immer nur gelaufen. Also wie umfangreich war das Laufen denn vorher schon? Wie du hast gesagt, du hast auf der Straße so 5-7 Kilometer und dann bist umgestiegen auf Offroad. Aber du hast ja dann gestretched schon. Genau, ich bin praktisch 2021 bin ich praktisch so, ja, wie soll man sagen, ich bin im März 21, habe ich so richtig mit dem Laufen angefangen, aber ohne Trainer und einfach nur drauf losgelaufen und da bin ich das Weiteste, was ich aus eigener Kraft ohne Planung und Verpflegung gelaufen war, waren 60 Kilometer, da war ich so meinen privaten Ultra ums Kleinwalzertal gelaufen, 60 Kilometer mit 4000 Höhenmeter. Genau, das war so die weiteste Strecke, die wo mir aber auch mich stark an meine Grenzen gebracht hat. Thema Verpflegung während dem Laufen und auf nüchternen Magen laufen und blauäugig einfach an die Sache rangegangen. Ne? Aber ich war eigentlich schon, wie gesagt, in 2021 viel gelaufen oder auch, ich hatte zu viel Zeit zum Laufen einfach in 2021, war dann auch, ich müsste jetzt lügen, bei der Höhenmeter-Challenge auf den 3. Platz gelaufen in der Gesamtwertung mit fast 21.000 Höhenmeter. Und welchem Zeitraum? Also das in 4 Wochen. Das ist nämlich, weil 21.000 Höhenmeter sind ja nicht schlimm. Aber ja, in 4 Wochen ist nicht nix. Im ganzen Jahr schaffe ich das auch. Eben. Ja, das ist, da habe ich dann einfach zu der Frau gesagt, weil da habe ich dann gemerkt, zum Winter hin ging es dann so ein bisschen los, dass ich so gemerkt habe, mir tut ein bisschen das Knie weh und sowas und habe mich dann in Behandlung Physiotherapeuten begeben. Und mit denen Gedanke so einfach, da kamen so die ersten grundlegenden Steine, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwie jemand, wo mich da bremst, weil ich glaube, sonst wäre ich auch jemand,
weil mir das Laufen dann einfach so Spaß gemacht hat oder ich dann teilweise auch einfach nicht müde wurde, höher, weiter, weiter und immer weiter. Ja, und das wäre dann, glaube ich, im Endeffekt längerfristig gesehen, wie ihr dann schon angesprochen habt, da läuft man sich dann einfach kaputt. Das ist halt ziemlich gefährlich. Ja. Das kenne ich aus persönlicher Erfahrung. Das war auch damals der Grund, warum ich einen Trainer genommen habe. Der Peter hatte diese Gefahr nie, dass er ohne Trainer zu viel läuft. Also zumindest nicht zu viel regelmäßig. Richtig. Also wenn man es übers Jahr verteilt sieht, bin ich ohne Trainer viel weniger gelaufen. Ja. Dafür warst du ohne Trainer ein bisschen mehr verletzt. Details. Also seit Juni hast du den Trainer, hast du gesagt, oder? Also genau, ja. Okay, habt ihr jetzt irgendwas, auf was ihr dann gemeinsam hintrainiert, oder? Ja, genau, ich habe ja praktisch, also wir haben so ich nenne es jetzt einfach mal Rennkalender, die Rennen, wo ich gern teilnehmen würde. Und also der Rennkalender steht jetzt praktisch bis 2027, ist der schon durchgeplant. Und ab nächsten Monat, also jetzt November, geht dann praktisch die gezielte Trainingsvorbereitung für nächstes Jahr, für die Wettkämpfe los, die nächstes Jahr angepeilt sind, um da dann einfach, ja, ich sage immer, mit Spaß am Wettkampf teilnehmen zu können und sich nicht kaputt zu laufen. Ja. Ja, aber du hast ja 2027, willst du ja wo teilnehmen? Wo magst du 2027 teilnehmen? 2027 würde ich gerne, also ist eigentlich so mein großes Ziel, was ich mal gesetzt habe, beim UTMB an den Start gehen. Ja, es ist also nicht du willst 2027 beim UTMB über die Ziele laufen. Ja, entweder das, beziehungsweise, weil es ja auch ziemlich schwierig ist, ich sage mal, vorher mit dem Punkte sammeln und mit dem Lostopf, wäre halt die Alternative 2027 an der UTMB-Serie, sich Rennen rauszupicken, was man gleichzeitig auch noch mit Urlaub dann einfach verbinden könnte. Ja. Ja. Also du willst bei UTMB auf ein Jahr quasi festlegen und sagen, da will ich starten, ist ja immer schwierig. Aus genannten Gründen, aber du willst quasi deinen ersten 100 Meiler in dem Fall laufen oder willst du vorher schon einen 100 Meiler laufen? Ja, das ist auch immer so die Frage, wie kommt man da durch, beziehungsweise wie das jetzt auch zeittechnisch mit meinem Meister abläuft oder wie sich auch wettertechnisch oder wettkampftechnisch die ganzen Daten verlegen. Auf jeden Fall, jetzt gucken wir mal bis 2025, dass man so den Rennkalender einhalte, weil 25 würde ich gern, also ist es eigentliche Ziel, Transalpin komplett laufen. Was eigentlich, sage ich mal, eventuell vom Laufen ja einfach nicht das Problem ist, sondern einfach eher zeittechnisch und finanziell, weil die Meisterschule gerade viel Geld verschlingt und der Start bei Transalpin und die ganzen Unterkünfte einfach auch gut ins Geld geht. Ja. Das ist ein recht geldintensive Woche. Also vor allem, wenn man es sich einfach macht und so dieses Package bucht, da legt man schon ganz, ganz gut ab. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch festgestellt, dass UTMB auch gar nicht so billig ist, weil halt das, also was für mich dann ins Geld gefallen ist, aber das wirst du vielleicht schon hören, ist das ganze Equipment, dass man halt dann, weil sie halt beim UTMB dann doch etwas pingeliger sind, was dein Equipment betrifft und man sich dann halt vielleicht auch ein neues kauft. Ja. Das ist dann bei mir schon ein bisschen ins Geld gegangen. Aber du hast, also ich finde es faszinierend, dass du schon so eine klare Planung bis im 25 bzw. 27 hast. Also ist denn die Planung jetzt da wirklich schon so ganz strukturiert aufgebaut bis 25, 27, um denn dann das finishen zu können? Beziehungsweise als Folgefrage, mit einem bestimmten Ziel oder ist es einfach wirklich strukturiert einfach auf spezielle Rennen hin trainieren? Also eigentlich stehen die Rennen schon, die ich gern laufen würde, sei es jetzt nächstes Jahr zum Beispiel, würde ich gern bei uns hier im Walzertal, wir haben den Walzer Ultra, den würde ich gern nächstes Jahr laufen, dann
zum Beispiel nächstes Jahr im Pitztal würde ich auf die Strecke gehen. Und dann war eigentlich geplant, die Zugspitz-Ultra zu laufen. Aber der wird jetzt wahrscheinlich vom Datum her, weil es mit der Meisterschule nicht klappt, verschoben. Und dann rückt da der Transalpin-Zweitageslauf in das Zeitfenster. Also da bin ich schon ein bisschen variabel, sage ich mal. Aber eigentlich habe ich mal schon so ein paar Rennen rausgepickt, die ich einfach gern laufen würde. Ob es jetzt, wie gesagt, UTMB ist oder Eiger Ultra Transalpin komplett. Oder der Cut 100 habe ich auf dem Zettel stehe. Oh, sehr schön. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die Sache, die man sich so raussucht oder die man vielleicht auch so durch die ganze, weil man das ganze Trailrunning verfolgt, so einfach mitbekommt so und sieht und so, dann, ja, da würde ich gern laufen oder da würde ich gern laufen. Oder Meierhofen, der Ultrax war ich ja jetzt auch schon mitgelaufen oder Schlägeis war ich mitgelaufen. Aber das sind so, ich sag mal, ja, kleinere Rennen und ich habe für mich eigentlich so gemerkt, oder ich war jetzt dieses Jahr spontan in Bad Gössern einen Charity-Lauf mitgelaufen und bin da ja praktisch das erste Mal in den dreistelligen Bereich gelaufen. Also am Schluss waren es 133 Kilometer auf der Uhr gewesen. Das war ein 24-Stunden-Charity-Lauf in der Ebene oder am Hügel? Nee, in der Ebene. Mhm. Da habe ich eigentlich ja spontan durch einen Freund teilgenommen für die gute Sache, auch eigentlich blauäugig, ne, völlig untrainiert. Und aber was ganz gut war, weil ich wollte einfach wissen, in was für Löcher kommt man in diesen 24 Stunden, wann setzt Müdigkeit ein oder was für Wehwehchen oder wann macht vielleicht der Kopf zu oder wann geht es einfach in die mentale Schiene. Und das hat im Großen und Ganzen aber gut geklappt, war vorher, wie gesagt, noch nie so weit gelaufen oder auch noch nie so lange unterwegs bei so schlechtem Wetter. Und aber das hat einfach alles gut funktioniert und der Wettkampf hat mir eigentlich nochmal bestätigt, dass mir diese Ultraschiene auf jeden Fall mehr Spaß macht. Also vorher, ich habe ja auch, wie gesagt, Trainingsläufe, die dann knapp unterm Ultra sind und da, ich fühle mich nach dem Training, zwar bin ich auch dann öfters platt, kommt drauf an, wie viel Höhenmeter dabei waren, aber ich fühle mich irgendwie so wie wenn es noch nicht fertig wäre. Und wenn ich halt so ab diese Ultradistanz irgendwie, da fühle ich mich dann so angekommen und jetzt hast du es geschafft und ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke soll. Ja, ich kann das Gefühl aber nachvollziehen. Ich finde gerade am Anfang, wenn man so in dieses Ultra reinstößt, man entdeckt, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, welche Rennen es alles gibt, was man alles erleben kann. Ich finde das motiviert am Anfang endlos und da kann man auch fast gar nicht aufhören zum Laufen. Also das ist so die Erfahrung, die ich vor allem dann auch am Anfang gemacht habe. Weil man wirklich, für mich ist das halt dann wirklich immer eine richtig mentale Sache, das war jetzt auch da auf der Veranstaltung, mir laufen dann auch, das kann ich hier offen sagen, dann einfach die Tränen, weil ich dann, bei mir geht es im Kopf dann immer rückwärts, ne? Ich gehe dann ein paar Monate oder jetzt dann Jahre zurück, wo ich dann wirklich auf der Couch gesessen habe und, keine Ahnung, 500 Meter gerannt bin und bin fast gestorben und dann ging es irgendwann weiter, wie gesagt, dass ich die ersten 5 Kilometer gelaufen bin oder dann nur 10 Kilometer und habe mich gut gefühlt. Und jetzt laufe ich, keine Ahnung, 40 oder 42 Kilometer und habe noch nicht mal was aus meiner Wasserflasche getrunken. Für mich ist das irgendwie immer so, so unvorstellbar, dass das überhaupt, dass ich das schaffe, ne? Ja, aber da sieht man erst, wie leistungsfähig der menschliche Körper ist und wie sehr wir ihn dann teilweise oder im Alltag Schlechtes tun. Und dann wird man als einer, der eigentlich viel leistet, oftmals als verrückt abgestempelt, aber eigentlich viel verrückter sind, ist das, was du vorher im Endeffekt gemacht hast, dass du ihn über jahrelang mit schlechtem Rohmaterial gefüttert hast und auf der Couch dahin vegetieren hast lassen, obwohl er eigentlich für was ganz anderes gemacht war oder gemacht ist. Das stimmt, aber das wird einem wirklich erst bewusst, weil man sich mit der Sache auseinandersetzt. Genauso, ich sag mal, die Sache
ja, mit der veganen Ernährung, das ist ja auch viel verschrien und man hat viele Gegner und sonst irgendwas. Aber wenn man sich mal mit der ganzen Materie auseinandersetzt, was man eigentlich im Körper mit allem anderen antut, wie schlecht das ist, das hinterfragt halt niemand, weil sich damit niemand beschäftigt, ne? Weil man das einfach so, ich sage immer, ja, man bekommt so vorgelebt und erklärt und gemacht und dann denkt man, das wäre alles so richtig. Ne? Ja. Dass, wenn du 5 Mal in der Woche zu Maggi gehst, sagt keiner, ob sich falsch ernährst. Wenn es nur Gemüse ist, sagt jeder, erzählt, weiß plötzlich jeder, was für Defizite du aufreißen wirst. Ja. Okay. Ist halt so. Also Big Mac Defizit zum Beispiel. Richtig. Ja. Wir wissen alle, es gibt 4 Makronährstoffe. Fett, Zucker, Kohlenhydrate und Big Mac. Richtig. Das sind die Säulen des Lebens. Nee, und ich muss auch sagen, ich war am Anfang, wie gesagt, auch skeptisch, ja, was die vegane Ernährung einfach betrifft. Habe mich dann aber viel eingelesen, beziehungsweise habe so eine Reportage mir angeschaut und da eigentlich erstmal rausgefunden, wie viel Spitzensportler oder sonst irgendwas eigentlich sich wirklich rein vegan ernähre oder wie viele Produkte man vielleicht im Alltag auch selbst schon verwendet, die alle vegan sind, ne? Manche Sachen, die man isst. Und wie gesagt, dass mir jetzt Fleisch fehlt oder sonst irgendwas, war jetzt sowieso nicht das Problem. Und seit dieser kompletten Umstellung einfach, ich fühle mich einfach fitter. Ich komme schneller aus der Regeneration raus. Für mich gibt es nichts Besseres, beziehungsweise die Blutauswertung jetzt mit dem Hausarzt haben das auch wirklich bewiesen, weil ich war am Anfang immer skeptisch und gesagt, okay, man fühlt sich vielleicht gut, ich muss Fakten sehen auf dem Blatt und ich will das vom Arzt in irgendwelche Laborwerte sehen, dass das wirklich effektiv was bringt. Und das hat sich wirklich viel verbessert, ne? Und der Cholesterin und sowas ist so drastisch nach unten gegangen, dass selbst mein Hausarzt sagt, also in Zukunft, wenn es irgendwas Ernährungstechnisches gibt, dann schickt er die Patienten zu mir nach Hause und ich soll denen mal eine Schulung geben, wie man sich bewusst und gesund ernährt. Aber das sind einfach so alle Faktoren, weil ich lese immer wieder, ich bin in so einer veganen Gruppe. Und da schreiben dann auch viele immer, ja, ich ernähre mich jetzt vegan, warum nehme ich zu? Es heißt ja nicht, wenn man sich jetzt vegan ernährt oder egal was, ob man Fleisch isst, es kommt halt darauf an, was man isst und wie viel. Ne? Zum Beispiel meine Oma, die hat einen Herzinfarkt gehabt und dann hat in der Ernährungsberatung danach geheißen, sie soll halt drauf gucken, dass er Omega-3 isst und sowas, über Nüsse zu sich nimmt. Ja, die sitzt dann aber abends zu Hause und isst einen ganzen Beutel Nüsse. Ne? Und das ist dann, natürlich, sie nimmt Omega-3 zu sich, aber das ist das Ungesunde, weil das sind viel Fette, viel Kalorien und das vergesse halt so die Leute. Ne? Die denken dann, keine Ahnung, die essen jetzt vegan und dann ist es automatisch, weil es pflanzlich ist, gesund. Aber das war man jetzt vielleicht so, weil man sich so ein Gemüsepatty für den Hamburger oder sowas macht, dass die Bohne oder was man da jetzt verwendet, eigentlich im Endeffekt mehr Kalorien haben, wie wenn man jetzt ein normales Schweine- oder Rinderpatty essen würde. Das bedenken die halt nicht. Ne? Zieht sich das einfach durch den ganzen Tag durch. Ja, ich würde das aber so nicht sagen. Ich finde, wenn man vegan ist, macht man alles richtig und dann scheint einem die Sonne aus dem Arsch. Das ist einfach so. Oh ja, das kann ich bestätigen. Nein, aber es ist ja wirklich so, dass du, also schlecht ernähren kannst du, glaube ich, mit jedem Ernährungsstil. Also, ja, und das Nächste, was ist, die fangen ja dann immer an, ja, vegan. Oh, jetzt hast du so viel Defizite, ob es jetzt B12-Vitamine ist oder Eisen oder sonst irgendwas. Aber die Leute, oder wie ich in der Vergangenheit, diese ungesunde Ernährung, diese Leute sollten vielleicht auch mal zum Arzt gehen, weil die haben im Endeffekt vielleicht genauso viel Mangelerscheinungen von irgendwelchen Werten wie jemand, wo sich jetzt vegan, vegetarisch oder sonst irgendwas ernährt. Ja, aber die fahren auch zum Arzt. Viele davon begleitet von einem Zivildiener und jemanden, der die Trage fährt, die haben auch halt einen Transporter mit nach dem Herzinfarkt.
Genau. Aber, ja. Aber jeder wählt das Verkehrsmittel seiner Wahl. Also, man muss ja nicht laufen. Das stimmt, ja. Aber was mich jetzt da ja interessiert, du hast jetzt da, glaube ich, 50 Kilo abgenommen oder so, so um den Dreh. Aktuell sind 60, ja. Hervorragend, das heißt, du hast einmal FDH gemacht, also mach aus dir die Hälfte. Ja. Wenn du jetzt da relativ viel läufst und auch strukturiert trainierst, bist du jetzt da in der gegenteiligen Schiene unterwegs, dass du wirklich sagst, jetzt wird es schwierig, dass ich das, was ich verbrauche durch das ganze Training, auch wieder reinkriege, weil das ist ja manchmal, so blöd klingt, auch nicht so leicht. Ja, aber ich habe da irgendwann angefangen, weil ich am Anfang hatte ich damit Probleme, die Kalorien aufzufangen, die ich im Training verbrauche, weil da geht es ja wirklich je nach Trainingseinheit und Tempo wirklich, dass man 2.000-3.000 Kalorien verbraucht hat und irgendwie auffangen muss. Und das geht einmal auch ernährungstechnisch, dass man da eigentlich schnell, wie ich gerade angesprochen habe, die Kalorien auffangen kann, beziehungsweise ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, so Shakes mit Nüsse und sowas selbst zu machen, weil da hat man, sage ich mal, wenn man sich da einen halben Liter Shake macht, da kriegt man nur schnell einen Shake mit 1500 Kalorien oder sowas auf einem halben Liter und dann kann man das doch schnell auffangen. Rein übers Essen gibt es auch Tage, wo man das, wie gesagt, zusammenkriegt, aber es ist doch immer schwierig, sage ich mal. Ne? Oder ja, Anfang war es eigentlich schwieriger, weil man doch vielleicht im Hintergedanke hat, okay, ich war jetzt laufen, aber muss ich jetzt die 3000 Kalorien essen, dann nehme ich doch wieder zu. Ja, ne? Ja, weil das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört und gelesen, beziehungsweise einmal erzählt bekommen von jemandem, dem es so gegangen ist, die sich dann halt wirklich in ein brutales Untergewicht, beziehungsweise es ist jetzt keine wirkliche Magersucht in dem gewesen, weil die haben schon gegessen, nur haben so viel verbraucht und haben halt nicht mehr gegessen wie vorher und sind dann halt ins andere Extrem gekippt, was halt adeppert ist. Ja, ich habe jetzt auch Tage, je nachdem, was für eine Trainingseinheit im Kalender steht, da esse ich knappe 6000 Kalorien am Tag. Ne? Und wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, sind 6000 Kalorien echt viel. Ungesund hat man, wie gesagt, die 6000 Kalorien mal schnell gegessen, weil man irgendwelche Pommes oder sonst irgendwas in die Fritteuse haut. Aber wenn man jetzt wirklich spezifisch darauf guckt und auch alles abwiegt und sowas, da ist dann doch schwer manchmal dann 6000 Kalorien zu essen. Da muss man, wie gesagt, tricksen und macht dann so einen Shake oder sowas oder irgendwas, wo die Kalorien dann einfach hochfährt. Ne? Ja, und vor allem kannst du mit dem Shake, kannst du das ja nachher so, also nicht nur die Kalorien wieder zu dir nehmen, sondern halt auch irgendwie sinnvolle Kombination machen. Genau, also, man nimmt praktisch 6000 Kalorien zu sich, auch praktisch die Kalorien aus dem Defizit vom Training, aber einfach ausgewogene und bewusst und gesunde Kalorien. Ja. Weil natürlich, wenn du jetzt, 200 Milliliter Mayo kombiniert mit Frittenfett und ein bisschen Zucker dazu und also das kriegst du schon zusammen, auch in einem halben Liter, aber erstens schmeckt halt scheiße und zweitens super ungesund. Woher weißt du, was ich heute Mittag gegessen habe? Ja, ich kenne dich. Ja, genau und so ist es einfach. Oder wie gesagt, dann isst man mal irgendwelche Riegel oder sowas, die wo man vielleicht auch sonst als Verpflegung auf dem Trail dabei hat. Und da hat so ein Riegel, die wo ich verwende, hat einer auch, jetzt müsste ich lügen, ich glaube knapp 250 Kalorien. Und dann kriegt man das dann auch irgendwo zusammen. Dann nimmt man so ein Riegel und einen Shake und dann ist das schon wieder mal gut. Ja, weil selbst wenn man beim Laufen diese alle 30 Minuten so ein Gel sich reinpfeift, ich meine, dann hast du zwar Zucker bis in zwei Wochen, aber trotzdem kriegst du die Kalorien, die du verbraucht hast, nicht mehr rein. Also wenn du den 24-Stunden-Lauf von dir hernimmst, wirst du wahrscheinlich über die 24 Stunden sowas wie
grob geschätzt 8.500 Kalorien verbraucht haben. Ja. Und selbst wenn du dir 40 Gels reinpfeifst, ja, und das auch bei dir behältst, was glaube ich bei 40 Gels nicht so leicht wäre, hättest die 8.000 Kalorien immer noch nicht drinnen. Nee, das ist ja auch nur, dass man so ein bisschen nachlegt, dass der Körper ein bisschen Grundbedarf abgedeckt ist, würde man das aufnehmen, was er spezifisch wirklich verbraucht, dann könnte man glaube ich gar nicht mehr laufen, dann wäre der Körper so mit der Verdauung beschäftigt, dass man irgendwo am Streckenrand liegen würde. Ne? Aber das ist halt auch sowas, das musste ich am Anfang auch erst lernen, das ist eigentlich dieses Laufen ist wirklich eine Wissenschaft für sich, sage ich mal, also dieses 5 Kilometer Lauf oder sowas, das kann man alles ohne Verpflegung machen, aber wenn es wirklich jetzt über eine Marathondistanz rausgeht, da muss man dann wirklich einfach gucken, dass man mit so Elektrolyte und was auch immer halt alles, was man so kennt, wirklich gezielt nachlegt, weil sonst irgendwann geht er einfach die Luft aus. Das geht eine gewisse Zeit gut. Es kommt auch noch aufs Wetter drauf an und auf den Zustand, wie man trainiert und was man gewohnt ist. Aber irgendwann geht einfach jedem die Luft aus, weil man sich nicht optimal weiter versorgt. Ja, es ist ja so. Also man bei, also es heißt ja auch immer beim Ultralaufen ist Essen wirklich quasi eine zweite Disziplin, um die man sich kümmern muss, weil wenn man es nicht tut, dann kommt man einfach nie ins Ziel. Und in der Folge mit dem Harald Fritz über das Laufen in Äthiopien, der hat auch gesagt, dort sind Leute dabei, die sind es nicht gewohnt und die sind super schnelle Halbmarathonläufer und kommen beim Marathon nie ins Ziel. Weil die einfach nie, denen hat nie wer gesagt, dass Trinken eine gute Idee ist. Und die laufen das dann halt nüchtern und kommen dann drauf, geht nicht. Ja, und da gibt es ja auch den beim ersten Breaking 2-Stunden-Versuch. Ja, genau, da war ja auch einer dabei. Da war ja einer von den drei dabei, der hatte eine relativ schlechte Marathonzeit, irgendwie 2,6 oder 2,7, wo man sich gefragt hat, warum er den da glaubt, dass er jetzt 6-7 Minuten drauflegen kann. Aber sie haben festgestellt, dass er nichts isst und nichts trinkt beim Marathon, weil er das halt einfach nicht gewohnt ist. Ja. Und sie denken, dass ihm das so viel helfen könnte, wenn sie ihn da optimal ernähren, dass er dann vielleicht dorthin kommt. Aber wenn er schon ohne was zu essen und zu trinken so einen Marathon läuft, stell dir dann vor, was er mit dann laufen könnte. Das ist großartig, aber das ist tatsächlich auch bei ganz, ganz schnellen Leuten nicht selbstverständlich, dass sie die vorher damit auseinandersetzen. Ja, aber ich meine, wenn's halt schnell bist und so bis zu 1,5 Stunden, wenn es das halt halbwegs dann schafft, jeder, dass er nicht zwingend was mitnehmen muss. Ja. Und schau da an Walter Andi, der läuft auch selten länger als 1,5 Stunden, weil er einfach alles mit einer Sub-4er-Base läuft und wenn der 15 Kilometer laufen geht, ist er auch nur eine Stunde unterwegs. Da braucht auch nichts mitnehmen, vielleicht. Ja. Was mein? Das ist halt. Ich sag auch immer, oder am Anfang hatte ich auch immer schon auf kleinere Distanzen dann was dabei. Aktuell wirklich habe ich auch so mein Ist-Zustand und alles, was über 2 Stunden geht, nehme ich mir dann praktisch auch Verpflegung mit. Und alles, was unter 2 Stunden ist, habe ich dann auch praktisch nur meine Flasche mit so einem Elektrolyte-Mischgetränk, aber sonst auch gar nichts. Also keine Gels, keine Riegels, aber alles ab 2 Stunden aufwärts habe ich dann auch, je nachdem, was dabei. Ne? Und man muss auch sagen, wenn man das dann trainiert und auch anwendet, man fühlt sich einfach besser. Ja, ich finde, man lernt sich einfach kennen. Also ich weiß schon, ich nehme normalerweise bei so 1,5 Stunden nehme ich jetzt auch nicht zwingend was mit, aber ich kenne mich halt mittlerweile und ich weiß, an gewissen Tagen habe ich das so im Gefühl, ich sollte das vielleicht doch was zur Reserve mitnehmen. Schlecht gegessen, schlecht schlafen, was auch immer. Und das ist ja das Schöne auch am Laufen oder wenn man dann abnimmt und Sport macht, man ist bewusster und man lernt seinen Körper einfach kennen und auf seine Signale zu hören. Mhm. Und dann weißt du einfach, was brauchst und was du gut tut. Und ich glaube, wenn jemand zuhört und sagt, ja, wenn die sagen, die ersten 10, 15, 20 Kilometer brauche ich nichts essen, trinken, das muss wirklich auch jeder für sich selber rausfinden, weil jetzt der Flo und ich sind, glaube ich, relativ gegensätzlich, weil du kannst relativ lange ohne Essen und Trinken auskommen. Ja, und ich fange bei 5 Kilometer an. Also ich kann auch 5 bis 10 Kilometer laufen ohne, nur wenn ich weiß, dass ich länger unterwegs bin, wird noch 5 Kilometer gegessen, trunken. Und es gibt auch Läufe, wo ich tatsächlich vorher
was essen muss, weil was, wenn ich jetzt loslaufe und nichts gegessen habe, dann höre ich nach 2 Kilometer auf, weil dann ist dann meine Laune so schlecht wird, weil ich so einen Hunger kriege, das habe ich keinen Bock, dann steige ich in den Zug, ist mir doch scheißegal. Da bin ich auch ganz anders, ne? Also ich tue maximal 4 Stunden vorm Wettkampf oder vorm Training das letzte Mal essen, ne? Puh, also. Ja, das ist mir viel zu mühsam, dass ich da auf das achte. Ich kann das dann auch irgendwie auch direkt nach dem Essen wegzulaufen. Ich habe mir das aber manchmal habe mir gedacht, ob das klug ist oder ob das wirklich Sinn macht oder ob ich da nicht auch irgendwie mehr darauf achten sollte. Aber dann habe ich wiederum gedacht, wenn du bei den ganz langen Ultra bist, wo du in der Labestation dann teilweise halt voll reinhaust, habe ich mir zumindest eingeredet, dass es ein bisschen ein Training ist, dass du auch lernst, mit vollem Magen zu laufen. Ich bin draufgekommen, bei mir ist es tatsächlich ein Geschwindigkeitsthema. Also je langsamer, dass ich laufe, desto eher kann ich vorher was essen, außer Langosch, Zwiebel. Also, das ist einfach nie eine gute Idee, das sage ich gleich voraus. Ja, mich hat der Trainer schon ein paar Mal geschimpft, weil ich glaube ich sogar früher auch vor Intervalltraining teilweise gegessen habe. Und dann gemeint habe, dass ich kurz das Essen nochmal runterschlucken habe müssen. Und dann hat er mich geschimpft dafür, dass ich kurz vorher noch was gegessen habe. Ja, das kenne ich. Aber es gibt halt Läufe, da musst du vorher was essen, weil sonst wären die Intervalle sonst auch völlig schwachsinnig. Aber wenn du langsam läufst, ist feste Nahrung okay. Und wenn du schneller unterwegs bist, ganz ehrlich, dann könnt ihr nicht einmal einen Riegel essen. Es geht halt einfach nimmer. Und ich esse zum Beispiel gar nichts, ne? Also jetzt auf dem 24-Stunden-Lauf, ich habe da mein Perpetuum, nennt sich das, das ist praktisch so, ja, Flüssignahrung in der Flask dabei, wo dann auch Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß einfach alles abgedeckt wird. Das trinke ich praktisch. Eigentlich esse ich, wie gesagt, während der Wettkämpfe gar nichts. Jetzt auf dem 24-Stunden-Lauf hatte ich mir vorher so Haferflocken-Porridge eingekocht, nur mit Wasser und habe alle 5 Stunden 2 Löffel, dass einfach ein bisschen was im Magen ist. Aber sonst geht es eigentlich wirklich nur übers Trinken. Ja, ich würde in dem Fall, habe ich zumindest unter Ernährung während dem Laufen, hätte ich jetzt auch die flüssige Nahrung dazu gezählt. Also ich habe das auch vor allem in den letzten Jahren verstärkt auf flüssige Nahrung gesetzt, weil ich finde, dass einfach ist, dass du dann noch nicht vergisst zum Trinken und du hast so 2 in 1. Ja, genau. Und so, zumindest so geht es mir so. Ich hatte dann irgendwann das Problem, so gerade um die 7 bis 8 Stunden herum, dass ich dann entweder das Zeug nicht mehr sehen habe können. Das heißt, wenn du dann mit irgendwelchen Cliff Bars gebaut hast, ich habe das einfach nicht mehr runterbracht, dann hast du irgendwann diese High Five Gs probiert, aber da habe ich es dann teilweise auch wieder gefühlt raufgewürgt. Und da war flüssige Nahrung einfach noch das Praktikablere, was den wenigsten Kotzreiz hervorgerufen hat. Was halt schwierig ist, wie jetzt bei mir da, wenn das Wetter nicht mitspielt und es kalt ist, die ganze Zeit regnet und dann wird es halt gefährlich, weil dann trinkst du automatisch dann doch weniger und dann tust du praktisch wenig trinken und praktisch keine Nahrung zu dir nehmen und dann kann es auch wieder gefährlich werden. Da muss man sich dann immer so ein bisschen zwingen, beziehungsweise ich habe dann umgeswitcht, ich bin dann praktisch nicht mit Trinkblase gelaufen, sondern mit der Flaschen und habe mir dann einfach als Ziel gesetzt, bis zu dem und dem Zeitpunkt müssen die Flaschen einfach immer leer sein und dann von der Strecke runter wieder auffüllen, dass da einfach, weil ja, sonst geht ja einfach die Luft aus. Ja. Ich muss sagen, was für mich viel verändert hat, waren irgendwie 2 Aspekte. Der erste war, dass ich wirklich den langen Lauf in der Woche als meinen Ernährungstestlauf genommen habe und mich an dem so ernährt habe, wie ich das dann beim Wettkampf machen tue. Ja. Das hat bei meinem UTMB-Versuch wahnsinnig viel geholfen, weil dann hatte ich auch dieses Kotzgefühl zwischen 7 und 8 Stunden nicht und hatte während den ganzen 25 Stunden, die ich unterwegs war, nicht ins Ziel gekommen, aber dennoch unterwegs war, eigentlich keine Magenprobleme, weil es der Magen einfach gewohnt war. Und das sehe ich halt oft, dass die Leute beim Trainingslauf nichts essen und dann erwarten, dass im Wettkampf plötzlich der Magen drei Gels in der Stunde verträgt. Und nee, das muss nicht, man. Was ich zwar nicht so groß gemacht habe, aber was auch, glaube ich, ganz gut ist, so das Gefühl, diese bei verschiedenen Temperaturen zu messen, eine Stunde laufen, zu messen, wie viel Trinken man verbraucht, um ein Gefühl zu haben, wie viel Trinken man in der Stunde nachschieben sollte. Wie der Peter gesagt hat, ich brauche zwar vielleicht nicht immer viel zum Essen, aber zum Beispiel im Sommer trinke ich wahnsinnig viel. Also ich schwitze wahnsinnig viel und drin aus und das ist bei mir so das ein irres Problem. Und dazu wissen, wie viel man ungefähr braucht, damit man dann nicht auch in der Flüssigkeitsdefizit kommt, ist auch wichtig.
Und das hat ihn trainieren. Ja, man muss alles trainieren. Ne? Allein in erster Linie, wie gesagt, die Aufnahme während dem ganzen Laufen und dann, was verträgt man und von was braucht man, wie viel, weil da ist ja auch einfach jeder anders. Ne? Ja. Also ich glaube, das mit vorher alles trainieren, was man im Wettkampf dann tun will, ist sowieso so. Es ist zwar irgendwie ein bisschen eine Binsenweisheit, aber dafür, dass es so einfach ist und so logisch ist, tun es halt trotzdem nicht alle. Und ich glaube, das Problem ist, weil es so einfach ist oder weil niemand daran denkt, dass das zum Problem werden könnte. Die denken sich, okay, die laufen, oh ja, dann stelle ich mich dahin, dann esse ich was, dann trinke ich und dann laufe ich wieder weiter. Aber allein schon, dass dann was im Magen ist, was da vielleicht hin und her wackelt, während man irgendwo im Downhill runterrennt, das dann im Endeffekt auf der Magen schlägt oder andere Probleme auslöst, bedenken die einfach halt nicht. Ja, und dass der Geschmack sich einfach auch verändert, dass das, was für die ersten 2 Stunden wahnsinnig lecker ausschaut, hinten raus einfach nicht mehr wahnsinnig lecker ist. Ja. Ich erinnere mich noch an eines der ersten Trainingsläufe von UTMB. Damals bin ich wieder vorher gewohnt, irgendwie so mit ohne Rucksack auftaucht und da war ich im Training unterwegs und der hat mich geschimpft dafür, dass ich nicht in voller UTMB-Montur auftauche, weil man muss eigentlich immer bei den langen Läufen alles testen, sei es Trinken, Equipment, wie packe ich meinen Rucksack. Ja. Und dass ich das wirklich gern gemacht habe und das, wie du sagst, es wirkt eigentlich relativ simpel, aber es ist dann doch irgendwie kompliziert, weil es halt relativ viel Vorbereitung ist und man muss das genau überlegen, gerade bei der UTMB-Ausrüstung jetzt, weil das doch relativ viel ist, was du mitnehmen musst. Aber das hat sich einfach so rentiert am Ende. Ich hatte so einen, es haben wenige Dinge so gut funktioniert beim UTMB wie mein Rucksack und meine Ernährung, weil das war on point, wirklich, das war. Ja, das Problem ist halt auch, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, viele scheitert es ja schon an der Ausrüstung. Ne? Manche wollen dann irgendwelche Strecken oder Rennen laufen und die wissen gar nichts mit der Pflichtausrüstung anzufangen. Ne? Ob es jetzt zum Beispiel, wie ich mit Sascha vom Podcast gesprochen hatte, um Grödeln geht oder sowas. Und da merkt man schon, dass die Leute von woanders kommen, weil die wissen gar nicht, was Grödeln sind, ne? Oder lauter so Sache. Und es gibt ja bestimmte Wettkämpfe, da gehören zum Beispiel Grödeln jetzt im Pitztal, wenn es über den Gletscher geht oder so, einfach zu der Pflichtausrüstung. Und das ist halt, weil der Sport so breit ist, dieses Trailrun, wenn jetzt jemand dann halt von der Nord- oder Ostsee kommt, der kann dann halt einfach mit Grödeln nichts anfangen. Oder auch, was der schlimmste Punkt ist, die Höhenmeter. Ne? Damit, die vergessen halt viele. Wir hatten dieses Jahr bei uns auch im Tal, wie gesagt, der Walzer Ultra Trail Wettkampf. Und die stehen dann im Start und die hauen dann so locker, flockig raus. Ja, die Distanz bin ich sowieso noch nie gelaufen, aber die 63 Kilometer, die werde ich schon schaffen. Aber die vergessen einfach die 4000 Höhenmeter, die noch dabei sind. Und dann dieses hochalpine Laufen und über einen Grat laufe, dass man da einfach wirklich mit 100% Konzentration laufen muss und technisch anspruchsvoll. Und dann sind dieses Jahr, ich müsste lügen, ich glaube, fast ein Drittel im Rennen ausgeschieden. Ja? Naja, solange zumindest die nur ausscheiden und zumindest alle wieder zurückkommen und nicht du sagst, ein Drittel war Verlustleistung. Nicht aus dem Leben ausscheiden. Ja. Ja. Nee, und es sollte vielleicht auf allen Wettkämpfen, sofern es in die Ultradistanz geht, finde ich, sollten die Veranstalter irgendwas ins Leben rufen. Das ist ja jetzt wie auf den langen Veranstaltungen eigentlich mit diesen Qualifikationen, aber dass man einfach irgendwas vorweisen kann, dass man sowas schon mal in die Richtung gelaufen ist, weil das einfach viele überschätzen oder einfach zu leicht auf die Schippe nehmen und dann doch vielleicht einfach lieber anstatt, keine Ahnung, jetzt 50, 60 Kilometer, dann vielleicht einfach nur die 30 Kilometer laufe, aber die im Endeffekt ja fast wie 50 oder 60 Kilometer geradeaus laufen sind, weil da einfach die Höhenmeter dabei sind. Ja, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum der Zugspitz Ultra, der jetzt da im Vergleich zu einem Pitztal, zu einem Meierhofen Ultrax oder so sicher technisch erheblich leichter ist. Ja. Aber ich glaube, dass dort vergleichsweise eine hohe Ausfallsquote ist, weil ich glaube, das ist für viele, die aus flacheren Gegenden kommen, so quasi der erste, unter Anführungszeichen, alpine
Ultra oder der erste alpine Lauf, den sie machen, und dann kommen sie drauf so, oh, hier, Baumgrenze, Steine, sieh an. Ja, und dann gibt es die andere Schiene, sage ich mal, die wirklich jetzt, also ich gehe ja bei mir die Haustür raus und laufe dann wirklich direkt auf Höhenmeter und hochalpin, wo eigentlich so der Zugspitz-Ultra eigentlich kein namenhafter Wettkampf oder eigentlich kein Wettkampf ist, den man jetzt sagen muss, okay, den will ich jetzt eigentlich laufen, weil wie du gerade schon sagst, durch das technisch Anspruchsvollste, eigentlich sitzt da gar kein Reiz. Ne? Bei mir ist er eigentlich nur auf die Liste drauf, weil ich praktisch fast vorbeifahre mit dem Auto, aber so jetzt, dass ich sage, wie jetzt zum Beispiel unbedingt Pitztal oder UTMB oder sowas, den muss ich einmal laufen, bevor ich irgendwann in die Läuferrente gehe, ist es jetzt beim Zugspitz Ultra eigentlich nicht. Ne? Ja, wobei der Zugspitz Ultra ist ja, also ich glaube, dass es ein schöner Lauf ist, so ist es nicht, und er ist auch gut laufbar, weil der UTMB, wenn du es jetzt da auf Technik anlegst, ja, der ist auch nicht Technik. Ist der UTMB jetzt auch nicht das Technischste, was du findest. Gleich wie wenn du jetzt einen Mozart 100 nimmst, der ist ein schneller Lauf und er ist sicher weit und er hat auch seine Höhenmeter, aber er ist jetzt da sicher nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, Tromsø, Sky Race oder irgendwas in die Richtung. Der UTMB hat halt den Pluspunkt, das ist halt der Mecker des Laufens einfach. Ja, aber also ich kann mir einen Zugspitz unheimlich gut vorstellen, weil ich glaube, dass du den, je nachdem, was du willst, wenn du sagst, ich möchte ein gut besetztes Rennen haben, das nicht ewig weit weg ist, und ich würde da drin einmal hin. Ich glaube, da kannst schon, also du kannst es sicher gut abschießen dort, also da mache ich mir keine Sorgen. Nein, ich finde es einfach wichtig für den Sport, dass irgendwas allen Seiten irgendwie zugänglich ist. Also ja. Peter und ich kommen einfach aus dem Flachland und mein erstes Kennenlernen mit alpinem Gelände war auch der Fortress, der jetzt dort in der Gegend ist, wo der Zugspitz ist, und für mich war das damals hochalpin, weil ich meine, ich kenne die Wiener Hausberge, und da ist Berge sehr unter Anführungszeichen zu setzen. Da ist das natürlich krass, dass wenn so wie du im Kleinwald, ist klar, dass das ein Rückschritt ist. Aber das finde ich ja gerade auch das Spannende, dass es für alle Seiten irgendwas gibt, um sich dem anzunähern. Flo, du tust dem Leitergebirge sehr, sehr unrecht. Ich habe auch gesagt Wiener Hausberge, weil, wie wir alle wissen, das höchste, das technisch Anspruchsvolle, das Schönste, das Chamonix Österreichs ist einfach das Leitergebirge. Punkt. Wohl da wahr. Kann das Kleinwalsertal aber sowas von abkacken. Ja. Also wenn's wirklich den UTMB 2027 erreichen willst, dann rate ich dir, mit Familie und Kinder ins Leitergebirge zu ziehen. Dort trainiert auch schon der Jim Wormsley. Und der Kilian wird jetzt seine Familie aus Norwegen auch dorthin verfrachten. Dem ist sowieso zu kalt in Norwegen. Wahrscheinlich. Ja, also jeder, der nicht im Leitergebirge wohnt, hat was falsch gemacht in seinem Leben. Ja, nee, das stimmt schon. Ist halt für jeden ist was anderes hochalpin. Ne? Das stimmt schon. Ja, aber sowas, wie, weil du gesagt hast, sowas wie, wenn du nach Spitztal fährst oder so und dort steht Grödel, man sollte es nicht am Vortag kaufen auf der Expo, und man sollte es zumindest 3 bis 7 Mal versucht haben, wie ich mir die Dinge auf die Füße schnall und nicht am Gletscher zum ersten Mal aus der Packung nehmen und denken, hui, 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 Schneeketten, das war beim Auto schon scheiße. Naja, wobei die am Schuh eigentlich einfacher sind, ne? Eigentlich. Und eigentlich, wenn man vernünftige kauft, sogar noch draufsteht, wo vorne und hinten ist. Also viel kann eigentlich nicht verkehrt gehen, außer dass man vielleicht umfällt beim Anziehen. Hatten wir das nicht bei irgendeinem Lauf, wo vor uns einer war? Oder war das nur die Bergziege, die das erzählt hat? Das war die Bergziege beim UTMB ohne UTMB? Nein. Ja, wo ihr gemeinsam ihm die... Nein, das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht, sondern dass davor, wo er die Grödel anzogen hat, nicht gewusst hat, wie die anziehen gehen. Ach so, ja, das hat die Bergziege erzählt, und er hat ja Riesenhufe. Batschen. Und hat einfach die Dinger nicht mehr drüber gekriegt. Also der weiß ganz genau, wie er es anzieht, aber er hat es einfach nicht mehr drüber gekriegt. Ja, das war, weil er schon so fertig war. Oh, das kann mich erinnern. Ich hab's, als wäre es gestern gewesen. Ja. Aber man, also wenn man bei so einem Wettkampf mitmacht, sollte man sich langsam an Höhenmeter und Technik herantasten, weil
Ich glaub, wenn man es übertreibt, dann macht es halt auch echt keinen Spaß. Nee, man muss, wie gesagt, alles trainieren. Ob es die Verpflegung ist, ob es mit Stöcke laufen ist, ob es, wie gesagt, berghoch mit Stöcke oder bergrunter, wie man die vielleicht auspackt, wegpackt. Ja, man muss einfach alles trainieren. Ne? Das ist so ein, ich sage immer, so ein Straßenlauf kann man halt nicht mit so einem Lauf im Gelände oder dann wirklich irgendwo, wann es dann noch Wettkampf ist und die Strecke bisher oder das Adrenalin steigt und sowas, dann hochalpin wirklich vergleiche oder wo man wirklich dann Stöcke als Hilfsmittel nimmt oder Grödeln, und das ist anders, wie wenn man mit dem Tonschuh auf irgendeinem geteerten Weg läuft, wo vielleicht noch Straßenlaternen stehen. Genau. Das erinnert mich an unsere, haben eben den UTMB und UTMB gemacht, und da waren wir dann, hat er nicht funktioniert, sind wir nach 70 Kilometer raus und am nächsten Tag waren wir dann laufen und dann haben wir Japaner. Ja, das waren Asiaten. Drei Asiaten am Gletscher in Turnschuhen, in so Converse-ähnlichen Schuhen über den Schnee stapfend gesehen. Also, stapfen, sie sind ganz, ganz langsam und bedächtig ein Schrittchen vor den anderen, haben sie versucht, weil sie bei jedem Schritt gemerkt haben, hei, 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 da geht's aber runter und hui, ich rutsch aber schon, das ist aber schlecht. Ja, denen haben wir auch dann verstehen gegeben, dass sie vielleicht bitte umdrehen sollten, wenn sie noch weiter ihr Leben genießen wollen. Ja, und haben uns überlegt, wie wir das machen können, dass wir die von diesem Schneefeld wieder runterkriegen, und zwar auf der horizontalen Ebene und nicht warten, bis sie ganz unten ankommen. Aber das ist halt auch so das Problem, wie du auch schon gesagt hast, dieser Trend Trailrunning, alle tun das irgendwie, alle sehen den Kilian da über die Berge laufen und mit nichts als seiner Hose und seinem Leiberl und glauben, ich kann das auch. Ja. Und vergessen aber nicht, dass es noch immer ein Berg ist, und ein Berg, einem Berg zollt man irgendwie Respekt, indem man sich halbwegs adäquat anzieht und ja, und das auch nicht auf die leichte Schuhe. Das soll aber niemanden davon abhalten, mit dem Traillaufen anzufangen. Also es ist total cool. Nein. Also tut das, und auch es soll niemanden davon abhalten, überhaupt Sport zu machen, weil gerade an dir sieht man ja sehr gut, dass auf Ernährung schauen und Sport machen und so durchaus zu sinnvollen Ergebnissen führt. Durchaus, ja. Was mir jetzt noch ganz, ganz sehr auf der Zunge brennt, ist, du hast gesagt, du willst 2027 UTMB laufen. Gehen wir davon aus, dass du es schaffst, und gehen wir davon aus, dass du Chamonix wieder erreichst. Was wäre dann eigentlich? Also, stellen wir uns vor, wir sitzen da im September 2027 und du hast den UTMB geschafft. Was dann? Ja, dann bis dahin, also ich denke, das ist ja jetzt noch eine gewisse Zeit, und da komme ich ja noch weiter in die Materie des Trailrun tiefergehend rein, sage ich mal. Bis dahin werde ich mir dann noch andere Standorte einfach rausgepickt haben, beziehungsweise Veranstaltungen, wo ich dann gern teilnehmen würde. Oh, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du sagst, dann setze ich mich auf der Couch, hol mir Chips und Cola. Nee, also es ist nicht so, dass ich dann sage, okay, 2027, das ist mein Ziel, da gehe ich dann in die Läuferrente, aber einfach, ja, da laufe ich dann, es gibt ja noch genug andere Rennen, die einfach schön ist, beziehungsweise mal schauen, wie sich die UTMB-Serie so jetzt entwickelt in Zukunft. Das steht ja auch alles so ein bisschen in den Sternen, und ja, aber wie gesagt, es gibt ja diverse andere Wettkämpfe noch, wo man laufen kann in Europa, also da ist ja noch einiges zu tun. Ja, du bist ja auch quasi vom Standort, auch wenn Österreicher sagen, ui, das ist das letzte Zipfelchen Österreich, bist du ja eigentlich gesegnet, weil du bist ja von schönen Bergen umgeben, und ob weder die Schweizer noch die Deutschen noch die österreichischen alpinen Wettkämpfe sind jetzt weit weg. Also du bist ja da quasi mittendrin. Genau, ja. Also es gibt genug Standorte, die man da dann anpeilen kann und anfahren kann. Und wie gesagt, das eigentliche Ziel ist ja auch, wie gesagt, wenn die Meisterschule dann fertig ist, da wollen wir uns dann auch einen großen Camper zulegen und dann immer mit den Veranstaltungen, dass dann gleich so mit der Familie und so mit dem Camper alles
mit Familienurlaub und Freizeit gestalten. Und ja, wie gesagt, da gibt es einfach genug. Und die andere Schiene ist, vielleicht sagt man auch 2027, okay, ich bin jetzt doch vielleicht alle Wettkämpfe gelaufen, die mich interessiere. Und dann kann man einfach so auf den europäischen Trails unterwegs sein, ohne irgendwelche Wettkämpfe. Ne? Ja, ich habe nur gefragt, weil es ja oft so ist, dass man, wenn man dann vor allem so lang auf so ein großes Ziel hinarbeitet, dass dann oftmals dann auch eine gewisse Leere besteht, weil man das so lang angetrieben hat und so lang quasi Motivation gegeben hat, und dass, wenn dann plötzlich Puff geht und das ist geschafft, ergo auch wieder weg, dass es dann schwierig ist, die Motivation neu zu finden. Aber wenn du eh schon quasi sagst, du schaust dich um und das ist, weißt du, ich meine, dann ist es eh, das habe ich nur grundsätzlich gesagt. Ja. Genau. Und wie gesagt, es steht ja auch so ein bisschen die Sterne, ob man überhaupt dann starten kann aufgrund Qualifikationsrennen und Lostopf und sowas. Ne? Und genau. Ja, das ist natürlich was anderes. Die Frage ist, ob du wirklich 27 starten kannst, aber wenn du quasi, wenn du es wirklich willst und wenn du da auch ein bisschen Ausdauer hast, hat bei uns auch 3-4 Jahre gedauert, bis wir dann irgendwann das Losglück hatten. Irgendwann klappt es dann schon, aber es ist sicher ein großes Unterfangen. Und aber ja, sie können ja bis dahin noch 17 Mal die Regeln ändern. Also es ist ja nicht so, als würden die Soletes da nicht sich hin und wieder austoben. Ja, vielleicht gibt es 27 am Ende auch gar kein UTMB mehr für, ich sag nur, den Otto Normalläufer, dass vielleicht so viel, keine Ahnung, Profiathlete oder die Auflage sich so geändert hat, dass man auf diese langen Distanzen vielleicht gar nicht mehr starten kann, weil irgendwann vielleicht das Teilnehmerfeld vielleicht zu groß wird oder sowas. Ne? Und das Schöne ist, dass die Strecke auch noch das ganze Jahr zur Verfügung steht. Und dann macht man es einfach selber, weil man kann viel über die Organisation sagen, aber die Strecke an sich ist halt einfach geil. Und die Gegend dort ist geil. Und ich finde schon mittlerweile, dass jeder Trailrunner sich durchaus einmal Chamonix geben kann, soll, muss. Ja. Und das mein ist Vorteil ist halt auch, durch das vegane Leben, ich tue mich meistens, wie gesagt, komplett alleine verpflege unterwegs. Ne? Also ich habe dann wirklich mein Pulver und alles sowas im Laufrucksack dabei. Also ich könnte so Strecken dann wirklich auch einfach sagen, ich laufe die ohne Veranstaltung. Und wenn es genügend zahlt, schicken wir dann Peter als Verpflegungs-, als mobile Verpflegungsposten. Der Peter ist, und lege ich Hand ins Feuer, der beste Verpflegungspunkt, den es gibt. Ja, vielleicht läuft der nochmal privat mit. Interessanter Gedanke. Wir sollten das wirklich zur Geschäftsidee machen. Wir verkaufen einfach dich als mobile Verpflegungsstation. Ja, sowas wäre eigentlich nicht verkehrt, ne? Du würdest mir das alles verkaufen. Richtig. Hauptsache, es ist Geld. Ich weiß. Ich tue alles für Geld. Ja, du würdest meinen Körper sehr günstig verkaufen, das ist mir völlig klar. Es hat schon einen Preis. Also günstig nicht. Verkaufen, ja. Günstig, nee. Nein, nicht billig. Günstig. Ja, ja. Peter, hast du noch was auf deinem virtuellen Fragezettel? Nein. Ich bin gut durch, muss ich sagen. Das sind wir auch, wenn wir dir so lange zuhören. Ja, hast du noch etwas, was du loswerden willst? Vielleicht auch irgendwie einen Tipp, how to start? Oder es einfach machen? How to start mit dem Trailrun, oder? Abnehmen, Trailrun, durchhalten, durchplanen, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Ja, das Wichtigste ist einfach, wann man sich ein Ziel setzt, dass man das einfach nicht aus dem Augen verliert, und egal, wie viele negative Rückschläge es gibt, ob es jetzt im Trailrun, im Abnehme oder in sonst irgendwelchen Bereichen ist, einfach das Ziel im Auge behalte und dann ist alles möglich. Hauptsache, wie gesagt, dass man Disziplin an den Tag legt und dann ist alles machbar. Und du bist der beste Beweis dafür, dass das alles geht, indem man einfach 60 Kilo abnimmt und dann in die Berge dieser Welt läuft. Und auch ein guter Beweis dafür, dass man es nicht übertreiben muss. Also, dass man nicht gleich alles auf einmal will, sondern wirklich das strukturiert, klein für klein macht, und dann wird es auch gut.
Genau, ja. Wie gesagt, das Wichtigste einfach das Ziel vor Auge halte und irgendwann kommt man ins Ziel. Das ist ja jetzt, wenn man der Ultra als Beispiel nimmt, nichts anderes. Das stupide auf die Uhr gucken und ich bin erst 3 Kilometer gelaufen, ich muss jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 130 laufen oder sowas, wird einem ja auch kaputt machen. Man muss dann einfach immer das Positive sehen und sich an dem Positiven motivieren und dann ist die Distanz irgendwann zu Ende und genauso ist es im Abnehmen. Ne? Das ist wie ein langer Ultralauf. Ne? Man fängt an und dann wird es irgendwann steinig und zäh, aber wie gesagt, irgendwann kommt man am Ziel an. Das sind die perfekten Schlussworte. Das stimmt. Danke. Vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ciao. Gerne. Ciao.